Einweihung der Hermann-Oxford-Promenade. Im Rahmen des Bauvorhabens Touristische Erschließung Burgwallgraben wurde über 3 Jahre der Havelufer-Grünzug zwischen Ziegelhof und Burgwallgraben als sogenannte Lückenschließung aus der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung regionaler Wirtschaftsstruktur in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung realisiert. Die GAW-Fördermittel betrugen ca. 1,5 Millionen Euro. Ich bin Stadtrat für Bauen, Plan, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung und stellvertretender Bezirksbürgermeister hier im schönen Bezirk Spandau. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Ich bin ganz begeistert und überrascht, wie viele Damen und Herren unserer Einladung gefolgt sind. Bauen in Berlin, das dauert immer ein bisschen, sagt man so. Manches wird auch nie fertig, denkt man. Hier hat es auch ein bisschen gedauert. Wer sich vielleicht noch zurückerinnern kann, der weiß, dass wir hier vielfach und lange diskutiert haben darüber, ob das denn jetzt ein sehr angemessenes Entree für Spandau ist, wenn jetzt hier Gäste von einem Flusskreuzfahrtschiff kommen. Oder ob es auch ein sehr angemessener Vorgarten oder Vorbereich ist für eine doch so hochwertige Seniorenresidenz fürs Wohnen, aber auch für die Pflege. Es war nicht so ganz einfach, aber der Bezirkshaushalt war damals schon klamm und so musste man das machen, was man eigentlich heutzutage immer machen muss. Man muss schauen, wo könnte es die richtigen Fördertöpfe geben. Wir leben ja gar nicht mehr aus normalen Haushalten, wir leben ja nur noch über Fördergelder und Fördertöpfe. Das Ganze ist ja ein Teil, diese Promenade, die heute offiziell nach Hermann Oxford benannt wird. Diese Promenade ist ja ein Teil auch des Havel-Radweges, einer überregionalen Radwegeverbindung, aber auch einer wichtigen Wegeverbindung zum Wandern, zum Gehen, zum Radfahren. Und liegt natürlich auch noch wassertouristisch sehr interessant an der Havel. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass hier auch noch Wasserwanderliegeplätze im Rahmen der Baumaßnahme gebaut wurden. Der Bereich hinter dem Burgwallgraben ist noch nicht ausgebaut, wird aber innerhalb der nächsten 2 Jahre ausgebaut im Rahmen der Erstellung oder der Lückenschließung des Havelradweges. Auch dort wird es dann einen Asphaltweg geben. Wir sind hier an der Wiege Spandaus. Hier ist das zur Slawenzeit die eigentliche Stadtgründung Spandaus gewesen. Und es hätte Hermann Oxford sicherlich sehr gefallen, gerade hier eine Namensnennung zu bekommen, weil ich werde es nachher auch ausführen, sehr geschichtsinteressiert war und auf dem Gebiet auch sehr tätig gewesen ist. Hermann Oxford war wahrlich ein Charakter mit Ecken und Kanten. Der weit über Spandau und Berlin hinaus bekannte Politiker genoss das Ansehen der Bevölkerung und seiner Kollegen im Parlament. Hermann Oxford, 1928 in Erfurt geboren, ist 2003 in Spandau verstorben. Er setzte sich bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges politisch für das Gemeinwohl seiner Heimatstadt Erfurt ein und schloss sich früh der Jugendorganisation der Liberaldemokratischen Partei, nämlich den Jungdemokraten, an. Nach dem Abitur und einer Rechtspflegeausbildung entzog er sich dem Drangsal der Unfreiheit und floh nach Berlin-West. Hier schrieb er sich in die juristische Fakultät der Freien Universität von Berlin ein und beendete nach einigen Jahren sein Jurastudium. Auch im Westen trat er der liberalen Partei, der FDP, bei und wurde 1963 in das Abgeordnetenhaus von Berlin für die FDP im Bezirk Spandau entsandt. Dort wurde er sofort zum Fraktionsvorsitzenden gewählt und behielt sein Amt bis 1975 inne. Anschließend bestimmte das Abgeordnetenhaus ihn zum Bürgermeister von Berlin und Justizsenator. Wenn man das analog Bundesländern ansieht, stellvertretender Ministerpräsident. Im Sommer 1976 trat er von allen Ämtern zurück, weil er die politische Verantwortung für den Ausbruch von 4 verurteilten Terroristinnen aus der Berliner Haft übernahm. Ein schuldhaftes Fehlverhalten war nicht feststellbar. Oxford war kein theoretischer Visionär. Er sah die Wiedervereinigung seines Vaterlandes voraus und das vorgelegte Papier machte ihn damit zu einem der Väter der Einigung. Viele Punkte des späteren Einigungsvertrages finden sich bereits in seiner Vorlage angedacht. Politik war aber nicht seine einzige Leidenschaft. Begeistern konnte er sich sehr für die Historie im Allgemeinen
und der Berliner Geschichte im Konkreten. Folgerichtig stand Hermann Oxford dem Verein für die Geschichte Berlins von 1985 bis 1999 14 Jahre als Vorsitzender vor. Heute schließt sich ein Kreis. Ein zu Lebzeiten geachteter Politiker, eine über Jahrzehnte darüber hinaus ehrenamtlich wirkende Persönlichkeit, die sich weit über 50 Jahre dem Gemeinwohl verpflichtet hatte, wird heute die Ehre einer Straßenbenennung zuteil. Ganz langsam, ganz langsam. Stopp.